Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play To The Moon. Ja, leider ist die letzte Aufnahme nichts geworden, weshalb ich jetzt die nächsten 15 Minuten Spielzeit bereits kenne. Das soll euch aber nicht stören, denn ihr guckt das Ganze ja auch nur wegen der Geschichte und weniger wegen dem spannenden Gameplay. Ja, wir haben das Memento bereits vorbereitet. Haben wir noch nicht vorbereitet, aber wir haben es schon aufgeladen und wir werden es jetzt vorbereiten. Und werden dann weiter zurück in die Vergangenheit reisen. Und ich hoffe, ich kriege das hier noch wieder auf die Reihe. Ich fürchte nicht. Doch. Moment, ich muss mal was. So. Nee. Naja, gut. Egal. Haben wir es halt verbockt. Brauchen wir halt ein bisschen länger diesmal. Egal. So. Geschafft. Und es geht weiter. Aktivieren. Mal sehen. Ja, wir haben ja River kennengelernt, noch ein bisschen genauer in der letzten Folge. Ein bisschen was über ihre Krankheit erfahren oder was auch immer sie hat. Och, es gehen schon alle. Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Ja. So, wir sind hier an einer Art... Ja, keine Ahnung, Bankett oder sowas. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Na, ich denke mal, diese Aufnahme wird dann jetzt auch wesentlich flotter vonstatten gehen. Vielleicht kommen wir sogar ein bisschen weiter. Weil ich ja jetzt weiß, was ich tun muss. Ja, genau. Von wegen, ich weiß, was ich tun muss. Das war schon mal falsch hier. Ich muss ja noch ein zweites finden. Ach, wo war die denn jetzt? Hier vielleicht? Nee. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass ich nur Käse rede? Wow. Ja, ich habe den Witz immer noch nicht verstanden. Beim ersten Mal schon nicht und jetzt auch nicht. Ich weiß, dass Le Fromage Käse heißt. Französisch ist, aber... keine Ahnung, was er da jetzt meinte. Aber der war anscheinend so schlecht, dass man den nicht verstehen muss. So, jetzt gehen wir hoch und können jetzt auch... dahin, denn wir haben zwei von diesen Dingern gebraucht. Fühlt es sich anders an? Ich meine jetzt, wo wir die Ringe tragen. Nein. Warum fühlst du dich anders? Also, eigentlich... Ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung. Magst du den Namen Anja? Möchtest du sie Anja nennen? Ich verstehe. Ja, da habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Ist sie jetzt schwanger oder was soll das bedeuten? Ja, Anja ist ein schöner Name für sie. Hey, komm mal her.
Es ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Keine Sorge, folge einfach meinen Schritten. Autsch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm, wir versuchen es nochmal. Süß, die beiden, wie sie bis zum Morgengrauen im Leuchtturm tanzen. Versprichst du, sie zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen? Versprichst du, ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wilds. Oh. Oha, die Hochzeit. Ja, was dachtest du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Oh, sag dich Augen? Ich meine natürlich meinen Mund. Und da sammelt sich nicht nur Flüssiges, sondern auch Festes. Das ist ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg hier rausfinden. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, hm? Nein. Ich mag's einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Frau Doktor, wo bleibt ihr? Der Augenblick zählt. Tja. Dr. Rosaline ist auf jeden Fall der Meinung, dass sie einen Fehler begehen mit der Hochzeit. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Okay, wir können hier mit dem Kuchen sprechen. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mach ich. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Joey? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so, als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Oh, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso? Was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine ganze Menge. Was? Stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. So, Notiz Joey erhalten. Und ein neues... Eine neue Bubble. Und wir gehen mal gucken, was haben wir denn hier? Ich bin so stolz auf Joey. Okay, alles klar. Sie ist stolz, dass er geheiratet hat, wahrscheinlich. Ach Mensch, bewegt euch doch mal. So, wir können wahrscheinlich jetzt hier runter. Und das letzte Memento sammeln. Hier stehen jede Menge Autos, wahrscheinlich von den Hochzeitsgästen. Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich an einer Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach.
Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Okay. River, komm schon, wir sind spät dran. Ah, okay, das ist das Memento. Alles klar, dann werden wir das mal vorbereiten. Genau, das, das war nicht so schwer. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Der tote Hase sieht übrigens sehr harmlos aus. Keine ausquillenden Gedärme oder sowas. Nee, Memento aktivieren. Du weißt, dass es eine fast fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Hey! Vielleicht sah sie es als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder was weiß ich, irgendwas ähnlich wichtigtourisches. Coole Story, Neil. Coole Story, Bro. Okay, wir sind weiter. Da wurde schon wieder ein Tier überfahren. Oh, das ist der Hase. Armes Ding, was ist eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren oder schleunigst von hier verschwinden. Joa, Leute, ich glaube, wir hören an dieser Stelle erstmal auf. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie ein bisschen kürzer ist diesmal. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir noch mehr von der Vergangenheit von John und River erfahren. Bis dann, ciao!